So, meine Lieben, es geht auch direkt weiter. Ich nehme heute ein bisschen länger auf. So, ich habe eben im Internet gelesen, schon wieder eine Schülerin von uns ist tot. Hast du schon davon was gehört? Es ist absolut grauenvoll, viele Schüler trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Die Schulleitung hat die Elternräte informiert. Falls der Wunsch bestehen sollte, würde die Schule vorübergehend geschlossen werden. Ja, eben hat mich die Polizei angeschrieben. Es ist Jessica. Ich nehme mal einen Kurzaufnahmecheck. Ja. Ich weiß immer gar nicht, ob ihr das seht, wenn ich gerade ehrlich bin. Wenn ja, tut's mir leid, ich bin traumatisiert. Wenn wir schon beim Thema sind. Jessica? Ach, ich entsinne mich. Richter hieß sie weiter, nicht wahr? Recht oberflächlich und immer teuer herausgeputzt. Ich habe ein Video zugeschickt bekommen. Da ist zu sehen, wie sie stirbt. Wir erinnern uns leider. Unfassbar. Wer hat dir das geschickt? Weiß ich nicht. Es ist von unbekannt. Ob wir ihnen das Video auch schicken? Das wäre ein bisschen strange. Ich hoffe, wir schicken es nicht. Aber es sieht auch nicht so aus. Das ist doch. Das hast du doch hoffentlich der Polizei gesagt. Das ist doch ein immens wichtiger Hinweis. Nee, habe ich nicht. Jetzt faltet ihr uns bestimmt zusammen. Aber warum in alles in der Welt denn nicht? Würde Leo in Gefahr bringen. Solange sie nicht sicher ist, muss ich das für mich behalten. Ob der weiß, dass das strafbar ist? Die Polizei braucht nur unser Handy hacken. Das musst du selbst entscheiden, aber überlege dir, wie lange du das aushalten willst. Oh Gott. Du wirst es nicht glauben, aber sie hat ja gesagt. Zum Kino, supi. Oh, nun sei bedankt, mein Lieber, für den Tipp. Wir gehen in die Neuverfilmung vom Halloween. Hat mega Kritiken gekriegt. Drück mir die Daumen. Bis denne. Okay. Mr. Unbekannt. Am 7. Ey! Welle kompakt. Die Top-News aus der Region. Am Mikrofon Frauke Hinrichs. Vor einer Stunde wurde die Leiche einer 25-jährigen Frau aufgefunden. Laut Polizeibericht wurde das Opfer missbraucht und gefoltert. Des Weiteren vermutet man einen Zusammenhang mit den beiden Opfern von gestern und vorgestern. Auch diesmal war dem Opfer eine Botschaft beigefügt, die mutmaßlich aus der Bibel stammt und sich um die Zahl 7 dreht. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich zurzeit auf eine Schule, die alle drei Opfer gemeinsam besucht haben. Und nun zum Sport. Okay, wenigstens hat er diesmal aufgelegt und ich muss nicht überlegen. Am siebten Tage vollendet sich das Werk. Sammle 6 Sterne zum Fortsetzen. Ist ja ein Ding. Okay, also. Ich würde echt fast behaupten. Ich muss kurz irgendwas gucken. Marco, ne? Marco Patrick Schuster hatte das nämlich, sexuelle Belästigung. Okay. Hacke die gesperrte Bilddatei Offenbarung. Ich würde sagen, wir machen eine Runde wieder zusammen. Und dann schaue ich nach. Dass ich halt dann wieder cutte. Weil sonst. Ja, freue ich mich ja nicht wiederholen. Ihr wisst das ja nun schon. Dass ich das jetzt dann immer so mache. Die können wir jetzt anklicken. Genau. Davon blitzen wir hier weg.
So. Züge 19 haben wir noch. Ach, verdammt. Okay, ist doch nicht mehr so schlimm. Ich bin echt, muss ich sagen, schlechter, wenn ich dabei aufnehme, weil ich ganz genau weiß, als ich seht ihr das jetzt. Und ja. So. Wieder Blitze? Was brauche ich denn jetzt überhaupt noch? Okay, das war jetzt irgendwie mehr oder weniger klar. Du hast alle Ziele erreicht. Gewinn abholen. So, und wir machen wieder den Cut und danach nehme ich wieder weiter auf. Bis dann. So, wir haben es gehackt. Weiter geht's. Folgende Metainformation wurde dem Bild hinzugefügt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Bild jetzt anzeigen? Wir lassen es natürlich immer anzeigen und speichern es. Falls sowas wie in der anderen Folge noch einmal passiert, habe ich wenigstens die Bilder. Ah! Alles klar. Wenn ich heute wieder diese Webseite bekomme, werde ich wahrscheinlich nicht draufgehen, weil dann wird die Aufnahme wieder abgebrochen. Okay, Tom. Eben hat mich der Killer per Telefon kontaktiert. Das dritte Opfer ist Jessie. Aber das wussten wir doch eigentlich schon. Das hat er gesagt? Er hat die Radionachrichten ans Handy gehalten. Aber die Polizei hat sich vorhin gemeldet, sie haben sie identifiziert. Ach stimmt, Tom wusste es ja noch nicht. Ist in Ordnung. Der Mörder hat es ja offensichtlich auf die Mädels in unserer Klasse abgesehen. Ich hoffe bloß, dass es nicht zu sehr, was so Missbrauch betrifft, das ist immer nicht so. Und wenn er sich irgendwann auch uns vornimmt, doch so wie bei den 10 Kleinen, du weißt schon. Wir waren um die 20 Schüler, jetzt sind es nur noch 17 oder so. Aber er hat es doch mit den 7 Tagen. In der Zeit schafft er unmöglich die ganze Klasse. Sag niemals nie. Er hat auch wieder was geschickt, ein neues Puzzleteil. Mal schauen. Auf jeden Fall ist da ein Wolf drauf. Ne? Ist das ein Wolf? Sieht für mich so aus. Oh, gucke mal, da ist doch ein Wolf in der Ecke. Heißt dein Hackerfreund nicht so? Stimmt. Aber was hat der damit zu tun? Wahrscheinlich nichts, oder doch? Aber vielleicht kennt er sich besser damit aus. Wofür steht der Wolf denn so allgemein? Lautlose Jäger, Rudeltier, intelligent, Rotkäppchen. Stimmt schon mal. Rotkäppchen, also Mädchenmörder, oder? Könnte sein, aber was soll das mit dem Fairplay? Macht er sich lustig über uns? Das ist ja wohl der Gipfel. Fairplay? Ach so, ja. Und diese Bilder? Kein Schimmer, wer das sein soll. Aber ganz rechts, da scheint wieder eine Rune zu sein. Warte, ich google mal schnell. Nein. Ich konnte es nicht aufnehmen. Ich wurde, wie gesagt, rausgeschmissen bei der Aufnahme. Leo, bist du da? Meld dich bitte, wenn du das liest. Nee, sie wird arbeiten, ne?
Hallo, du treulose Tomate. Ich kann auch anders. Jetzt gehe ich mit deinem Freund aus. Das hast du nun davon. Viel Spaß im Kino. Ja, es juckt uns doch nicht. Ach, du weißt schon? Und? Eifersüchtig? Was? Mona, warum sollte ich? Eben, richtige Frage. Bin ich dir wirklich so egal? Damit musst du wohl klarkommen. Sorry, ich brauche mir die andere Nachricht, das kann ich durchlesen. Meine Güte, unsere Freundin ist schwanger, wir wollen in einer größeren Wohnung ziehen. Es ist doch alles gut. Mistkerl, mach's gut. Bei wie viel Prozenten sind wir denn? Beziehungsstatus 2. Oh, wie schade. Und wie, du Idiot. Ich glaube, sie hat es langsam gescheckt, Leute. Ich hab's. Diese Rune diesmal heißt Perto. Die Rune des Geheim steht für Geburt und Selbstbestimmung des Schicksals. Ich hatte nicht vor, darauf zu gehen, weil dann die Aufnahme halt einfach wieder stoppt. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber ja. Geburt? Heißt das etwa, der Mörder weiß von Lees Schwangerschaft? Hat vielleicht unseren Account gehackt? Und das mit dem Schicksal, Selbstbestimmung und so? Der schiebt mir den schwarzen Peter zu, oder was? Ist seine teuflische Strategie. Ich frag mal meinen Kumpel Wolf. Vielleicht ist er schlauer. Oh, ich bin echt gespannt, ne? Bestimmt gleich Wolf. Hallo Casanova, ich brauch dich mal ganz kurz. Kannst du damit was anfangen? Bestimmt den Schnipsel? Jupp. Besonders mit dem Wolfsbild. Klingelt da was? Ey, der braucht ganz schön lange. Erstmal nicht. Also, hübscher Wolf. Ja, aber so auf Anhieb weiß ich nicht. Ein Symbol oder Hinweis? Mein Freund Tom und ich dachten an Märchen. Ja, der böse Wolf frisst die 7 Geißlein immer auf die Kleinen. Und Mädchen. Okay. An die 7 Geister habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Rotkäppchen und so, ja. Aber hallo, mit roten Mützen sollen sich bloß alle vor mir in Acht nehmen. Ernsthaft, Wölfe sind echt sozial. Denke an die Gründer von Rom. Elternlose Babys, die von einer Wölfin gefüttert wurden. Also rein theoretisch habe ich unter Umständen auch das Rettergehen. Dann hilf uns mal, diese seltsame Beschriftung hier, Fair Play etc., warte, der Doppelpfeil da. Könnte bedeuten, dass man etwas tauschen soll. Reihenfolge von hinten nach vorn. Ah ja, jetzt drüber das Fair Play kann man im Play fair ändern. Und kommt da mehr Licht ins Dunkel? Was? Oh, nicht immer runtergehen. Na gut. Na Logo, Playfair ist eine Verschlüsselungsmethode. Damit kann man Geheimbotschaften verschicken. Kannst du hier nachlesen. Ich teste das wirklich zum Schluss. Wenn ich meinen Abschied sage, teste ich das. Und wenn ich weg bin, hat sich's erledigt. Hey, da war doch auf dem ersten Puzzle-Dings so ein komisches Wort. Können wir das jetzt entschlüsseln?
Leider nicht. Dazu brauchst du das zugehörige Schlüsselwort. Dann kannst du den Klartext rauskriegen. Das heißt, wenn ich dieses Schlüsselwort habe, wissen wir, was dieser Buchstabensalat bedeutet. Das heißt, ich muss schon wieder hacken. Klipp und klar, ich muss hacken. Exakt. Bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Und dieses Bild um, sagt dir das was? Keine Ahnung, irgendein Mensch aus dem 19. Jahrhundert oder so. Dichter, Maler, Politiker. Jedenfalls danke und viel Spaß. Ist das ein Zeichen, wenn ich unten im Weißen immer schon sehe, kriege so und so viele Sterne? Ich bin dann immer so neugierig und da muss ich immer erst hacken. Pass auf, Fair Play heißt eigentlich Play Fair und ist eine Verschlüsselungsmethode. Leider fehlt uns noch das Schlüsselwort, um die Geheimbotschaften lesen zu können. Das ist ja zum Mäusemelken. Der Typ hält uns hin. Diesen Schlüssel schickt er bestimmt erst zum Schluss. Zum Schluss, wenn alle tot sind? Natürlich hätte euch, wenn wir haben halt nur 7 Tage Zeit, ne? Wir sind jetzt am angebrochenen 3. Tag. Hoffentlich nicht. Oh, unser Papa. Oh, mein Sohn, was für schöne Neuigkeit. Nun werde ich doch noch Opa. Bei Daniel sieht es ja nicht danach aus. Der ist mit seinem Job verheiratet. Geht es Leo gut? Ja, sie hat viel Spaß bei der Arbeit. Der Papa. Hauptsache, sie mutet sich nicht zu viel zu. Sie ist da eigen, meint, sie weiß schon, wann sie kann und was nicht. Naja, ich sag mal so, sie macht halt Bilder, ne? Ist ja jetzt nicht so körperlich anstrengend, sie arbeitet ja nicht auf dem Bau. Ja, die Frauen. Mama hat auch immer ihren eigenen Kopf. Habt ihr das Ergebnis denn? Ja, echt. So langsam wird's doch Zeit mit den Laborergebnissen. Man fiebert ja schon förmlich mit. Immer noch nicht. Ist wohl, weil wir Kassenpatienten sind. Da liegt man ganz unten im Stapel. Aber ich habe da was im Internet über Krebs rausgefunden. Eine Liste über Doktoren und Kliniken mit den besten Behandlungsmethoden. Lässt sich aber nicht öffnen. Kannst du mir helfen? Ich schau mal, was ich machen kann. Ich melde mich, Paps. Das ist nicht euer Ernst. Sammle 5 Sterne zum Fortsetzen. Habe ich das denn schon angefangen? Natürlich nicht. Okay. Ja. Es wird wohl diesmal eine kürzere Folge gehen. Ich muss mal gucken. Ich mag das halt auch nicht, wenn man das immer 1000-mal schneidet und das nur wegen den Sternen sammeln. Also, ich sag jetzt erstmal tschüss, ich muss da mal schauen, ob ich das jetzt mit reinmache oder nicht. Es wäre halt jetzt schon das 2. Mal mit den ganzen Sternen. Aber es dauert halt manchmal einfach länger und wie ich ja schon gesagt habe, ich bin in der Prüfungsvorbereitung. Ich habe ja nun jetzt die ersten Prüfungen. In 2 Tagen habe ich die erste. Genau, in 2 Tagen habe ich EDV-Prüfung. Und dann, ja. Aber ich sag schon mal tschüss, falls ich jetzt rausgehe, weil ich will mir das jetzt angucken. Und ich hoffe... Wieso löscht das denn, um Gottes Namen, so schnell? Das ist ja Wahnsinn. Hier war nichts, ne? Nein. Mona war nichts. Da ist halt noch das Komplette da. Ja. Na gut, ich kann da tatsächlich nicht rein. Ich finde, das geht ein bisschen zu schnell weg, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Na gut.
Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Runde machen. Wahrscheinlich nehme ich es heute dann auch auf oder nicht mit den Sternen. Ich weiß das halt einfach noch nicht. Also nicht aufnehmen, sondern ich mache es dann auch heute. Aber vielleicht mache ich jetzt auch erstmal, dass ich wieder lerne. Und dann sehen wir sonst uns einfach beim nächsten Video wieder, wenn ich gehackt habe. Alles klar, bis dann.